Hallo Menschen, heute kommt mal wieder eine Diskussion, die auch hoffentlich nicht ganz so idealistisch aufgeladen wird wie die letzte zum Thema Amazon. Zumal es heute um eine Sache geht, bei der ich mir selber noch nicht ganz sicher bin, wo ich eigentlich stehe. Ich hatte schon mal einen kurzen Beitrag dazu auf Tumblr geteilt, bin aber der Meinung, dass eigentlich BookTube die bessere Plattform dafür ist. Und ich hoffe auch, dass ihr für euch persönlich da vielleicht schon eine Lösung gefunden habt, die dann eventuell auch mir bei meiner Entscheidungsfindung ein bisschen helfen kann. Ihr schlauen Füchse habt es dem Videotitel bestimmt schon entnommen. Es geht heute um die Entscheidung, ob man eher in die Breite oder in die Tiefe liest. Und mit dem ersten, also in die Breite lesen, meine ich hauptsächlich eben, dass man sich überall so ein bisschen was herauspickt und dann das Ganze halt herangeht mit dem Motto: Okay, ich wollte schon immer mal was von Dostojewski lesen, ich will aber auch wissen, was in der Science Fiction los ist, dann lese ich zur Abwechslung mal einen Liebesroman, auch immer mal was Aktuelles, ein Klassiker zwischendrin, Autoren unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Herkunft. Dass man sich also überall einfach etwas herausnimmt aus der ganzen Breite, die es eben gibt. Das Problem, was dadurch meiner Meinung nach entstehen kann, ist, dass so eine Lektüre immer irgendwie leicht oberflächlich bleibt, dass man eben hier und da mal was gelesen hat, aber nirgendwo irgendwie ein Spezialist ist. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, aufgrund so eines herausgepickten Beispiels dann eine versierte Empfehlung verteilen zu können, weil man ja keinen Autor oder auch kein Thema wirklich tief kennt. Und ich finde es halt wirklich beeindruckend, wenn man zu jemandem hingehen kann und zum Beispiel sowas sagt wie: Oh, ich wollte schon immer mal was von Dostojewski lesen, kannst du mir was empfehlen? Und derjenige macht dann ein totales Fass auf und fängt an mit: Ja, in dem Roman, da wird das und das behandelt und in dem Werk macht er aber das und das viel besser. Und wenn du von dem Autor schon mal was gelesen hast, dann musst du von Dostojewski unbedingt das hier lesen, weil er da Vergleiche zieht und so weiter und so fort. Und mich fasziniert das wirklich, wenn jemand so ein fundiertes Wissen zu einer Sache hat, weil mir das, glaube ich, mangelt. Andererseits ist es bei mir noch so, dass mich die Menge an Literatur irgendwie auch erschlägt. Ich meine, ich bin erst 24 und ich kann erst so und so viele Bücher eben gelesen haben. Es geht nicht alles. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme schon mit den ganzen Neuerscheinungen nicht hinterher, weil ich ja noch die ganzen Klassiker gelesen haben muss, die halt so zum Kanon gehören. Und dann ist es auch noch so, dass ich jedes Jahr mindestens einen, aber meistens sogar mehrere Autoren entdecke, von denen ich mich frage, wie konnte ich die bisher ignorieren? Warum sind die an mir vorbeigegangen? Und es ist einfach so viel an Literatur, dass es mir wie eine Verschwendung vorkäme, wenn ich mich nur auf eine Sache beschränke. Und dabei möchte ich halt sowohl die etablierten Autoren des westlichen Kanons als auch so gewisse Genregrößen, aber dann auch Autoren kennenlernen, mit deren Lebenswelt oder Geschichte oder Ideologie ich eigentlich überhaupt keine Berührung habe. Eben gerade deswegen, damit ich so viel wie möglich erfahren kann. Vielleicht natürlich aus zweiter Hand, aber ich möchte nicht nur mit dem konfrontiert werden, was ich irgendwie vielleicht schon kenne. Andererseits sammle ich auf diese Art und Weise nie wirklich profundes Wissen über irgendetwas, sondern immer nur so eine Kleinigkeit, um mich dann eigentlich schon dem nächsten wieder zuzuwenden. Schon auf Tumblr habe ich dann gefragt, so am Ende des Eintrags: Ist das überhaupt wichtig, über was ich hier gerade rede? Und ich muss schon sagen, ja, ich meine, ich habe das Ganze studiert, ich arbeite in dem Feld und das ist mein Hobby. Das heißt, ich stecke da so viel Zeit hinein, dass ich das einfach nicht unreflektiert konsumieren möchte. Und meine Frage wäre einfach so: Habt ihr da für euch persönlich so eine Art Regel gefunden oder lest halt wirklich rein, auf was ihr Lust habt und wählt halt nicht gezielt aus, sondern vielleicht habt ihr halt ein paar ungelesene Bücher dort liegen und dann geht ihr hin und sagt: Okay, jetzt das ist doch mir egal. Also aktuell ist es bei mir, glaube ich, wirklich noch so, dass ich eben so viele Eindrücke wie möglich sammeln möchte, da das bei mir auch zu den meisten Aha-Effekten in meiner Lektüre geführt hat. Also immer, wenn ich mich mal in so eine Richtung bewegt habe, die ich vorher noch nicht kannte, dann kamen da richtige Erkenntnisse oder wo ich mir dachte: Mein Gott, davon hast du noch nie was gehört. Und das sind eigentlich schöne Momente für mich beim Lesen, etwas, wenn man aufgerüttelt wird. Also ich lese zwar auch, und das ist ein ganz anderes Thema, wo man mal ein Video drüber machen könnte, auch zur Unterhaltung, aber nicht nur. Also ich brauche dann auch in Abständen mal etwas, was mich intellektuell herausfordert oder dergleichen. Andererseits meine ich ja mit in die Tiefe lesen nicht, dass jemand jetzt ausschließlich wirklich nur noch Goethe liest. Das ist ja unrealistisch. Man liest ja immer drumherum, aber man könnte sich ja zum Beispiel auch so eine Art Thema aussuchen. Die Rolle der Frau von Jane Austen bis in den Science-Fiction-Roman. Also da kann man ja immer noch sehr, sehr breit lesen. Es geht ja nicht wirklich darum, sich jetzt total zu beschränken. Aber ich finde es halt wirklich beeindruckend, wenn man zu einer Sache wirklich etwas zu sagen hat. Und ich bin mir einfach
ein bisschen unsicher, was mir persönlich wichtiger ist und hoffe, dass ihr jetzt in den Kommentaren so gut argumentiert, dass ihr mich vielleicht von eurer Meinung überzeugt oder mich zumindest beruhigt, dass mein Leseverhalten in Ordnung ist. Weil bei mir steht dahinter auch so ein bisschen die Angst immer, weil natürlich hoffe ich, dass ich morgen nicht sofort sterbe. Aber ich mache mir dann auch mal so Gedanken, weil ich halt am Ende meines Lebens, wann auch immer das kommt, meine Lektüre nicht bereuen möchte. Und ich möchte dann nicht sowas sagen wie, oh, warum habe ich denn meine Zeit da und damit vergeudet? Ich hätte viel, viel mehr davon lesen sollen, weil das hat mir wirklich was gegeben. Und dahinter steht auch so ein bisschen diese Grundsatzfrage, ob Literatur allgemein, aber vor allem dann nochmal so eine Diskussion über Literatur nicht total weltfremd ist. Oder im Gegenteil, vielleicht sogar welterklärend. Also ich weiß, dass das definitiv nicht bei jedem Menschen so ist und nicht jeder aus Büchern so viel nehmen kann, aber ich persönlich habe aus Literatur so viel gelernt und mich auch aufgrund von Büchern schon geändert. Meiner Meinung nach durchaus zum Positiven. Also durch all die vielen Eindrücke, die ich gewonnen habe, bin ich zum Beispiel viel, viel weltoffener als vielleicht noch mit 14, 15. Und habe aber auch das Gefühl, dass das definitiv nicht mit jeder Lektüre möglich ist. Zum Beispiel, und ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr mir Gegenbeispiele nennen könnt, bin ich aber der Meinung, dass der Liebesroman, der so in deutschen Buchhandlungen rumliegt, meistens einfach von einer Frau handelt, die sich eben in einen Typen verliebt. Und manchmal gibt es dann noch Typ 2 dazu. Aber das erklärt mir nicht die Welt, das bringt mir nichts Neues, das lässt mich auch nicht tiefer über irgendetwas nachdenken. Und bevor ich mich jetzt noch weiter von meiner Ausgangsfrage entferne, versuche ich das Video abzuschließen. Also ich wäre unglaublich froh, wenn ihr mir, egal zu welchem Thema ich jetzt angesprochen habe, etwas schreibt, weil ich mir einfach noch nicht sicher bin, was mir persönlich wichtiger ist. Ob ich halt so viel wie möglich oder so tief wie möglich erfahren möchte. Es gibt ja dann auch einfach Bücher, die zwar selbe Thema behandeln, was man schon mal kennt, aber auf eine ganz andere Art und Weise und einem nochmal eine neue Perspektive geben. Ich muss husten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da für euch für Lösungen gefunden habt oder ob ihr euch da noch nie Gedanken drüber gemacht habt und wie es jetzt so mit mir und meiner Lektüre weitergeht, weil ich da immer mal wieder drüber nachdenke. Ja, und möchte einfach mit euch sehr, sehr gerne ins Gespräch kommen, was das betrifft. Und dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal noch. Macht's gut!